Also man kann bei uns am Stand zum Beispiel unsere erste richtige X-geschützte Anlage sehen. Unsere X-Cube ist eine vollwertige SD1-Anlage, die sich also im kompletten Bereich der SD1 im Explosionsschutz auch bewegt. Ein sehr kompaktes System, sehr ausgereift, was wir jetzt zum Beispiel auch im Brennschneidbereich einsetzen. Es geht weiter über unsere VarioCube, ist ein Gerät, was wir noch nie eigentlich in der Öffentlichkeit groß gezeigt haben, aber eigentlich seit Jahren schon ein Produkt ist, was wirklich hervorragend in der Kundschaft ankommt. Das ist ein Gerät, was gerade für Werfen und Schwerindustrie total flexibel und mobil einsetzbar ist. Und das stellen wir hier jetzt auch erstmalig der breiten Masse vor. Wir stehen jetzt hier vor der AirTech, die ist für Metallstäube. Ja, genau. Also im Prinzip alles im metallverarbeitenden Bereich, wo, ich sag mal, die Stäube nicht punktuell erfasst werden können. Da könnte man als zusätzliche Schutzmaßnahme eine solche AirTech-Anlage einsetzen, um die Raucher aus der Halle zu filtrieren. Und das ist natürlich ein System, was gerade jetzt mit der Energiekrise super funktioniert, weil der Kunde braucht nicht mehr Oberlichter aufmachen, der Kunde braucht nicht mehr seine Hallentore aufmachen, um zu lüften, sondern es kommt so ein bisschen darauf an, welche Stäube tatsächlich abgesaugt werden. Aber er kann theoretisch komplett im Umluftbetrieb fahren. Das heißt, die Luft wird gefiltert. Und sie wird so sauber der Halle wieder zugeführt, dass die Luft wieder einatmbar ist. Wenn Sie eine Fertigung haben, wo viel Dreck entsteht, ist das ein hervorragendes System, weil wir hier mit abreinigbaren Filtern arbeiten, wir viel Staub extrahieren können und so auch lange Standzeiten gewähren. Aber es gibt natürlich neben der Fertigung auch Lagerbereiche, Montagebereiche, wo nicht, ich sage mal, unmittelbar Stäube entstehen, aber doch auch viel Normalstaub entsteht, der auf sich auch Bauteile ablegt und auch den Mitarbeitern nicht Gutes tut. Und auch dafür haben wir ein System, das kann ich Ihnen mal zeigen. Die Cleaner Cube ist im Endeffekt auch eine raumlufttechnische Anlage. Sie funktioniert aber nach dem Schichtlüftungsprinzip und wir verwenden hier eine komplett andere Motorentechnologie. Das heißt, diese Anlage erzeugt bis zu 5000 Kubikmeter in der Stunde mit nur 600 Watt. Das heißt, nicht mal 1 kW in der Stunde verbrauche ich hier an Energie. Hier sitzt auch kein abreinigbares Filtersystem hinter. Das heißt, gerade für sehr staubintensive Bereiche ist diese Anlage nicht gemacht. Aber zum Beispiel in der Fertigung, also in der reinen Montagefertigung, wo nicht unbedingt Stäube entstehen, oder auch in Lagerbereichen, wo mit Flurförderfahrzeugen Staub aufgewirbelt wird, da ist solch ein System hervorragend für geeignet, um auch die Bauteile, die Maschinen nicht zu verdrecken. Es ist eine Standalone-Anlage. Das Schöne ist, sie funktioniert auch mit ganz normalem Lichtstrom. Das heißt, ich brauche hier auch keine Kraftsteckdose und ist da also auch in einfache, normale Fertigungsbereiche recht einfach zu integrieren, weil ich halt keine CE-Steckdose brauche. Und die Kompaktheit ist halt auch ein sehr schöner Vorteil für das System. Die VarioCube, die sieht ja im Gegensatz zu den anderen Anlagen doch recht wuchtig aus und ich habe auch Kranösen entdeckt. Warum? Ja, das ist definitiv so. Also ich würde sogar sagen, liebevoll sagen wir das bei uns, das ist unsere unkaputtbarste Anlage. ist eine Anlage, die wir damals konstruiert haben für einen speziellen Kunden, und zwar eine Schiffsindustrie in der Werft. Und die Anforderung war die, dass quasi dieses Gerät ganz einfach individuell von A nach B versetzt werden kann. Da ist natürlich gerade in so Werften der Kran das erste Mittel der Wahl. Und wichtig war denen auch, ganz stumpf gesagt, sie durfte nicht so schnell kaputt gehen. Und es kann in der Werft oder in der Schwerindustrie natürlich schnell mal sein, dass auch solch ein System etwas rabiater angefasst wird. Und deshalb ist diese Anlage komplett anders konstruiert wie unsere üblichen Filteranlagen. Wesentlich dickere Materialstärken, wesentlich mehr Anschlagpunkte, wo ich die Anlage auch von A nach B versetzen kann. Sie haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Staubsammellade rauszunehmen, mit einem Deckel zu verschließen und auch an den Kran zu hängen. Es ist die komplette Steuerung integriert. Und spannend ist, oft wird solch ein System einfach oben auf ein Schiff draufgesetzt und mit ganz vielen Schläuchen ins Schiff dann tatsächlich verteilt, um dann im täglichen Alltag auch im Schiff, wenn dann Teile miteinander verschweißt werden, den Schweißern saubere Luft zu garantieren. TK wird immer so gesehen, dass wir meist nur im Schweiß- und Schneisenbereich unterwegs sind. Das stimmt auch, das ist mit Sicherheit auch unsere Kernindustrie, aber wir machen eigentlich so viel mehr. Und wir wollten auf der Euroblech jetzt einfach mal Systeme zeigen, die vielleicht nicht für jedermann geeignet sind. Aber gerade diese VarioCube ist ein System, was hervorragend für Behälterbauer geeignet ist, für Schwerindustrie, wenn ich ein Kunde bin, der meinetwegen Brücken baut, also riesengroße Stahlbauteile hat. Da finden sich mit Sicherheit Anwendungsbereiche für die VarioCube und da haben wir gesagt, Mensch, da ist die Euroblech doch mal eine super Plattform, auch mal solch ein System vorzuführen. Wir haben jetzt erstmalig auf der Messe hier auch unsere neue X-Cube vorgestellt. Das ist eine Anlage, die wir komplett neu konstruiert haben auf Basis der FilterCube. Also ein sehr kompaktes, kraftvolles System mit bis zu 11 kW und 8000 Kubikmeter Antriebsleistung. Und es ist eine vollwertige SD1-Anlage auf Basis einer Europalettengröße. Also die Standfläche der Anlage ist gerade mal 800 x 800 mm.
und schaffen mit 11 kW bis zu 8000 Kubikmeter voll ST1-fähig. Also explosive Stoffe jeglicher Art lassen sich damit filtern. Des Weiteren ist die Tatsache, wir haben hier eine Druckentlastungsklappe dran. Das heißt, wenn ein unwahrscheinlicher Fall der Explosion eintritt, muss diese Kraft ja irgendwohin abgegeben werden. Und wir haben die Möglichkeit, diese Druckentlastung an verschiedenen Stellen zu implementieren. So haben wir auch in der Aufstellung ganz viele flexible Möglichkeiten, die schön flexibel in eine Fertigung zu integrieren.